Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft mit der Sally. Schön, dass ihr wieder reinschaut. So, wir haben neuen Tag, neues Glück. Wir haben unser Dach fertig. Wir haben unser Unterschlupfhäuschen fertig. Jetzt können wir hier erstmal noch die Sachen ablegen, die wir aktuell nicht benötigen. Also so viel Holz zum Beispiel brauchen wir nicht mehr und die Wolle brauchen wir auch nicht. Das Schwert, das machen wir hier, das brauchen wir hier erstmal noch auf. Glaube ich, das wäre nicht verkehrt. So, und dann werden wir mal uns daran machen, ein bisschen Nahrung herzustellen und Schafe einzufangen. Dafür, brauche ich das Holz ja doch. Dafür stellen wir erstmal ein paar Zäune her. Weil wir brauchen Zäune, um unsere Schafe bei uns zu behalten. Dann machen wir mal ein paar draus, 24. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr. So, dann brauchen wir natürlich auch ein Tor, damit wir auch unsere Schafe besuchen können. So, das ist gut. Unsere Hacke haben wir, damit können wir dann dementsprechend ein Feld anlegen. Vor unserem Haus machen wir das nicht. Das ist ein Schaf. Das ist ja alles ein bisschen uneben. Ich bin ja so ein Freund davon, dass das alles ein bisschen eben ist. Ich klopfe das dann immer alles weg. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle, so hinterm Haus. Mir fällt gerade ein, wir brauchen, um die Schafe dann da reinzulocken, natürlich Weizen. Das heißt, wir sollten erstmal den Weizen anpflanzen, bevor wir das Gehege bauen. Das mache ich hier. So mache ich hier mal noch ein bisschen Platz. So. So, das reicht. So viel haben wir ja noch nicht. So viele Körner. Wenn man hier dieses Gras mäht, quasi, dann bekommt man Weizensamen, mit dem man dann Weizen anbauen kann. Das ist nicht schlecht. Wir brauchen für unser Feld, wir brauchen lasst mich überlegen, wir brauchen ein Loch mit Wasser. Weil nur mit Wasser kann etwas wachsen. Dazu brauchen wir, fällt mir gerade ein, einen Eimer. Einen Eimer machen wir mit Eisen. Das ist kein Eimer. Das ist auch kein Eimer. Das ist eine Lore, die brauchen wir auch nicht. Was soll denn das? Das ist ein Eimer. Das sieht gut aus. Also ihr habt gesehen, ja, um es nochmal zu zeigen. Je nachdem, wie man es anordnet, kommen verschiedene Sachen mehr raus. Das ist ein Kessel. Den kann man nachher ganz toll als Waschbecken auch benutzen, wenn man das wegnimmt. Und hier so, dann hat man eine Lore. Mit der kann man nachher auf Schienen bauen. Ein paar Schuhe, ein paar Eisenstiefel und ein Eimer. Also ist immer so ein bisschen. Ah! Eine Schere. So macht man eine Schere. Die können wir auch gleich machen. Damit können wir nachher Schafe scheren. So, mit dem Eimer haben wir jetzt so Wasser. Man kann nämlich immer nur um ein. Da ist ein Creeper. Das ist genau das, was ich meinte. Der sollte halt möglichst nicht in die Nähe von unserem Holzhaus kommen, weil dann ist einfach mal die Hälfte von unserem Holzhaus weg. Das wäre natürlich nicht so schön. Man kann Creeper auch töten, so wie alle anderen Zombie-ähnlichen Viecher. Aber das ist manchmal so nicht so einfach, finde ich. Das ist. Also nicht abbauen, sondern mit Rechtsklick anwenden. So, und man kann um dieses Wasserfeld drumherum können wir jetzt ein Beet anlegen quasi. Das ist nicht optimal genutzt, das weiß ich. Man kann nämlich immer 8 Felder um dieses Wasserstück, also immer vom. Ich zeig drauf. Was hattet ihr gerade sehen müssen? Sitze vor dem Bildschirm und habe mit meinem Finger auf dem Bildschirm gezeigt, um euch zu zeigen, was ich meine. Also von diesem Wasserteil in der Mitte kann man 4 Felder weit weg bewässern. Und das heißt, dort wachsen dann Sachen, die ich anpflanze. So. Dann pflanze ich das jetzt hier an. Zack, zack, zack. Oh, das war's schon. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir brauchen Samen. Samen, 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 Samen. Hier ist übrigens, da hängt noch eine Fackel. Das ist mein Versteckerloch.
Ein Dreckloch, in dem ich mich versteckt habe. Das ist aber nicht toll, was ich hier an Samen bekomme. Da ist noch einer. Oh! Ich habe mich. Man muss sich, manchmal muss man sich einfach nur ein bisschen beschweren. Dann bekommt man auch, was man will. Da stehen auf jeden Fall viele Schafe. Und da steht auch halt immer noch ein Creeper. Der soll mal weggehen. Ja, das hat jetzt aber auch nicht viel gereicht, nee. Noch ein paar brauche ich noch. Vier. Ich habe jetzt nicht gezählt, ich hätte auch mal 10 können. Ach, 10 ist was für Anfänger. 6. Ich brauche natürlich 6. Ich habe 5 Stück und ich brauche 6. Echt jetzt? Komm, dann wird da wohl noch einer rausspringen. Ich brauche doch nur noch einen. Da. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Man sieht hier schon, dieses ist, wächst schon. Das ist super. Und dann ziehen wir mal unser Gehege hier noch ein Stück. Das machen wir trotzdem mal schon fertig. Ich vermute gerade, dass die nicht reichen, die ich da gerade so hergestellt habe. Oh doch, kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen größer machen. Ja, ein bisschen größer. Ich bin auch immer ein Freund davon, das dann alles so ein bisschen realistisch zu gestalten. Also ich mag das halt nicht so, die dann total einzusperren irgendwie. Also lieber ein bisschen großzügiger und ich mag das auch total gerne, dann irgendwie so, noch so Ställe zu bauen. Also jetzt bei den paar Schafen geht das. Aber lass mir dann schon öfter mal so ein paar Sachen einfallen. Kann man ja echt viel machen. Ein Tor. So. Sehr gut. Und dann beleuchten wir das Ganze noch, damit unsere Schafe nachts nicht vom Wolf gefressen werden. Oder vom Creeper. Oder Enderman. Ich bin ja der Meinung, dass Endermänner fressen Schafe. Das ist... Ich hatte ein anderes Spiel und dann hatten wir das Schafe und dann waren die einfach mal plötzlich weg. Und daneben stand ein Enderman. So, das haben wir. Toll. Warum die Fackeln? Beleuchtung. Da, wo es hell ist, spawnen keine Zombies. Heißt, es ist sinnvoll, alles um das Gelände großzügig zu beleuchten, weil man dann einfach das Glück hat, dass man weniger Gefahren ausgesetzt ist. Und das ist gut, würde ich sagen. Oder? Was meint ihr? So, das sieht doch schon richtig schön heimelig aus, oder? Ein kleines... Oh. Und tschüss. Sehr gut. Mal raus hier. So, was hattet ihr denn davon, wenn wir... Die Sonne geht jetzt bald unter, aber vielleicht schaffen wir es noch ein bisschen Sand uns zu besorgen, weil dann können wir nämlich ein bisschen Glas brennen. Und dann können wir uns ein paar Scheiben einsetzen. Das ist nicht verkehrt, denke ich, oder? Was meint ihr? So. So, so, so. Wer so sagt, hat noch nichts getan, sagte schon meine Mutter. Aber ich finde, wir haben schon eine ganze Menge getan, oder? Wir haben jetzt ein fertiges kleines Haus. Wir haben ein Bett. Wir haben unser erstes kleines Beet. Wir haben schon uns ein kleines Gehege gebaut, mit dem wir Schafe züchten können. Und... Ja, wie viel haben wir? 40 Stück. Ah, das ist halt noch nicht so viel. Haben wir noch ein Stack voll hier. Ein Stack sind immer 64 Stück übrigens. So. Vielleicht machen wir auch kein Stack, das dauert ja so lange, ey. Also Sand. Ihr seht, Sand lässt sich auch echt fix abbauen. Das geht ruckzuck. Und dann waren es 64. Das ist gut. Oh, und jetzt ist es auch alles schon ein bisschen heller hier. Das ist schön.
Hühner ist auch eine schöne Sache, aber Hühner sind nicht wirklich effektiv. Also die bringen nicht so wirklich viel. Die legen halt Eier und die Eier kann man halt zum Kochen verwenden und beziehungsweise zum Kuchen backen und zum neue Hühner züchten. Man kriegt natürlich auch Fleisch aus den Hühnern, wenn man die schlachtet, aber die bringen nicht so viel wie zum Beispiel Kühe oder Schweine. Da haben wir einen Glasblock. Aus dem Glasblock können wir dann auch Glasscheiben machen. Und die können wir dann hier in unser Häuschen einsetzen. Und dann machen wir hier ein großes Fenster und da ein großes Fenster. Und dann besteht unser Haus aus Fenstern. Das ist ja auch nicht verkehrt. Oh, und wir müssen natürlich dann demnächst auch wieder Nahrung beschaffen. Aber das ist ja kein Problem. So, das Glas lassen wir brennen. Es ist auch schon dunkel draußen. Da hüpft ein kleines Schaf. Hallo, kommst du mich besuchen? Ich sehe dich. Ja, du siehst mich auch. Was guckst du? Oh, das ist jetzt eine Freundin? Ja, es ist schon, es meldet mich an. Bäh. Ja. Also damit verabschiede ich mich für heute wieder von euch und bis zum nächsten Mal.